Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Debatte über Rentenpaket 2 im Bundestag. Damit will die Ampel das Rentenniveau stabil und die Renten zugleich bezahlbar halten. Dafür sollen eine stärkere Belastung der Beitrags- und Steuerzahler, aber auch Zinserträge aus Aktien sorgen. Die Opposition lehnt das ab, auch die FDP will Nachbesserungen. Debatte über Migrationspolitik im Bundesrat. Die Landesregierungen aus Baden-Württemberg, NRW und Schleswig-Holstein haben gemeinsam Anträge für Maßnahmen gegen irreguläre Migration eingebracht. In allen drei Ländern regieren CDU und Grüne zusammen. Unter anderem wollen sie, dass Asylverfahren an europäischen Außengrenzen abgewickelt und Straftäter und Gefährder einfacher und schneller abgeschoben werden. Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren im September 2.806.000 Menschen ohne Job. Das sind 66.000 weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Jobsuchenden um etwa 179.000. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 6%. Außenministerin Baerbock warnt vor Eskalation im Nahen Osten. Bei der UN-Generaldebatte in New York rief sie Israel und die Hisbollah im Libanon dazu auf, einer sofortigen dreiwöchigen Waffenruhe zuzustimmen. Unterdessen ging der gegenseitige Beschuss weiter. Im Libanon wurden gestern laut Behörden mindestens 92 Menschen getötet. Tropensturm Helene trifft auf Florida auf Land. Nach Angaben des Nationalen Hurricane-Zentrums der USA hat sich der Sturm abgeschwächt und wurde auf die Kategorie 1 herabgestuft. Laut US-Medien starben bisher 3 Menschen. Es gibt Überschwemmungen und Stromausfälle. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Vor allem am Nachmittag gebietsweise Schauer oder Gewitter in Nordseenähe und im Südosten dann verbreitet Regen. Und es ist sehr windig bei Höchstwerten von 12 bis 22 Grad.